Willkommen bei Gespräche an der Spree. Heute haben wir eine ganz andere Idylle gewählt, aber wir sind immer noch an der Spree. Wenn Sie im Hintergrund mal eine S-Bahn hören, das ist Berlin. August 2022, Yoshi Juan Carlos Herkenkauer. Und dieser Mann hat sich ein ganz schwieriges Thema ausgesucht. Stefan Zweig. Warum? Ja, warum Stefan Zweig? Genau. Wir ist in diesem Artikel hier in der FAZ einige Jahre schon steht. Warum Stefan Zweig? Ja? Volker Weidemann. Warum Stefan Zweig? Es ist ja kein zweites Auto. So kitschig, damenhaft, altmodisch und aus der Zeit gefallen. Uiuiui. Wie dieser vor mehr als 70 Jahren gestorbene Österreicher. Aus der Zeit gefallen? Ja. Aber seine Bücher sind erfolgreich in der ganzen Welt. Genau. Jetzt feiern ihn sogar die Amerikaner. Wie kann das sein? Ach komm, also die Amerikaner haben einen schon einen Hang zum Kitsch. Ja, also das würde es nicht beschreiben. Das sieht man ja bei den Verfilmungen sehr oft. Aber bleiben wir mal bei der Sprache. Ich bin ja ein Novellenfan, aber ja. Stefan Zweig hat ja viel mehr gemacht, als nur in Anführungsstrichen Novellen geschrieben. Er hat sich viel mehr gemacht. Er hat eine ungeheure Menge von Büchern veröffentlicht. Romanhafte historische Biografien, historische Monographien, die Novellen, Theaterstücke auch, Gedichte auch. Er war, glaube ich, der erfolgreichste Autor der Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja? Weil er dann, jetzt würde es sofort übersetzt, vor allem seine romanhaften Biografien und historische Betrachtungen, sei es über Magallanes oder Maria Stuart oder sei es über Dickens, Richard Dickens oder über Dostoevsky. Ich glaube, er ist noch heutzutage der meistgelesene oder zumindest der meistgekaufte ausländische Autor in Frankreich. In Frankreich? Seit Jahren bleibt es aber so. Aber nicht in Deutschland. Die Deutschen lesen leider alle. Vielleicht. Das ist das Problem mit den Deutschen. Nicht mein Problem, aber auch nicht mit den Franzosen. Ist ja kein Problem. Aber in der Türkei ist der schlicht der meistgelesene Auto. In der Türkei? Ja, ja. Das ist sehr gut. Und in vielen anderen Ländern auch. Diese Buch von seine Autobiografie, Die Welt von Gästen. Die Welt von Gästen? Die Welt von Gästen. Habe ich nie gelesen. Ein sehr schönes Buch. Erinnerungen eines Europäers. Von diesem Buch werden noch heutzutage in Frankreich 20.000 Exemplare pro Jahr verkauft. Gut. Stefan Zweig ist das, also kitschig, damenhaft, auf der Zeit gefallen. Es gab diese große Disputation in England vor allem. Hat Stefan Zweig alles vorgeworfen. Er sei die Pepsi-Cola der österreichischen Literatur. Und ähnlich so, also ist eigentlich durch Gurk. Und darf ich mal kurz, dieser Autor hat das großartig rausgearbeitet, der Stefan Zweig, ja, der hier so groß dasteht. Josef Roth, auch ein Österreicher und beide befreundet, schreiben sich viele Briefe. Und Josef Roth sagt, Stefan, kannst du mal ein bisschen runterkommen, nicht so viele Adjektive. Ja, unerträglich, grau, glaubhaft. Wenn man das liest, denkt man, was ist das? Der packt die ganze Welt in Sprache. Dieser Artikelschreiber sagt, Gott sei Dank hat Stefan Zweig nicht gehört auf Josef Roth, sondern hat sich so reingesteigert in seine Novellen. Ja. Sternstunden der Menschheit ist nicht ganz so hochtrabend. Sternstunden der Menschheit, das war also eine Sammlung von 5 Aufsätzen über gewichtige historische Ereignisse. Die Schlacht von Waterloo, die Entstehung der Masse, die ersten andere Sachen. Dieses Büchlein wurde also sofort die ganze Welt hinausgekauft. Alle Leute kaufen. Das war ein phänomenaler Erfolg. Ja? Und weil er hat diese romanhafte Historie,
historische Beschreibung. Er hat eine ganz eine romanhafte Art und Weise, sich mit diesen historischen Ereignissen zurückzukommen. Und das gefällt den Lesern und den Leserinnen über die ganze Welt. Aber, wie gesagt, die Prosa. Es kommen diese sogenannte Stefan Prosa, vielen Leute, wie diese Diskussion da in London, wo ihm alles vorgeworfen wurde. Es kann sein, dass es ein bisschen überbeladen vorkommt. Dass es ein bisschen überparfümiert. Ja, ich darf daran erinnern, als Sie mich gezwungen haben, nochmal ein paar seiner Novellen zu lesen. Verwirrung der Gefühle, ja. 24 Stunden im Leben einer Frau. Ich habe mich gefühlt wie ein 16-Jähriger zurückgeworfen in meine eigene noch verwirrte Gefühlswelt und wollte das erst nicht lesen, weil ich dachte, das ist mir zu emotional. Auf 24 Stunden im Leben einer Frau. Im Leben einer Frau. Die Thematik, die da großartig, literarisch großartig dargestellt wird, ist fast dieselbe, die vom Damas Isavoschki, die Dame mit den Hündchen von Anton Tschechow. Ach so. Aha. Weil es geht um Menschen, die schon eine Vergangenheit haben. Ja? Ja. Die waren schon einmal verheiratet und so ähnliches. Aber entweder sind sie unglücklich oder fühlen sie sich allein. Und das ist die große Frage da, ob man das Risiko eingehen kann, ein neues Leben zu riskieren. Ja? Und das ist, was mir eher beängstigend vorkommt, weil ich das eigentlich nicht mehr will. Ich bin eigentlich froh, dass ich über ein paar Dinge hinweg bin. Liebeskummer und anhimmeln und für jemanden schwärmen und diese ganzen Sachen, das können wir irgendwann mal ein bisschen filtern und das geht bei Stefan Zweig nicht. Der kann nicht anders. Der muss loslegen in der Sprache und reißt uns in seinen Strudel mit. Mich hat das ja ein bisschen teilweise sogar an Edgar Allan Poe erinnert und man weiß gar nicht mehr, wo bin ich, aber man ist mittendrin und das ist Faszination natürlich. Wie unsere Gefühle. Stefan Zweig als ein Seismograf der Seele. Also, funktioniert wie ein Seismograf, also ein Apparat, der die Turbulenzen der Seele ganz genau kapturiert, aufnimmt und dann zurück ins Geschriebene. Aber ich glaube, dass das Schreiben selber muss ja für ihn auch sehr hart gewesen sein, sowas zu schreiben. Oder was passiert da? Wenn ich schreiben würde, 24 Stunden im Leben einer Frau, würde ich die ganze Zeit verzweifelt da sitzen und sagen, muss ich das schreiben? Es fängt an mit einer Geschichte und man geht davon aus, das ist die Geschichte. Ja. Da in diesem Hotel da. Ach so, Côte diese zwei. Also das französische Paar da, die Verraten Sie es nicht. Man denkt, das ist die Geschichte. Nein, das ist nur die Anleitung. Genau, das geht nur die Vorbereitung. Für die Hauptgeschichte. Die Präparation. Genau. Die Präparation. Aber genau. Sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Ne? Jeder andere Autor oder Autorin, jeder andere Autorin hätte gesagt, ja gut, aufhören hier. Das ist das Ende der Geschichte. Yeah. Ne? Nein, das ist die Anleitung, aber das ist eine Art Vorspiel. Das ist fast wagnerianisch, weil diese Geschichte am Anfang da, die fungiert als Vorspiel. Also dann, am Anfang ist es so idyllisch, bucolisch, romantisch und dann plötzlich, boom, kommt eine große Tragödie. Ja. Und die Spannung wird, boom. Angehoben. Es ist aber ein bisschen, der Witz ist ja, dass eigentlich die verraten wir nichts. Lest es selber, Stefan Zweig. Ja. Ich glaube, diese zwei Stücke, was diese Thematik betrifft, wahrscheinlich meiner ganz bescheidenen Meinung nach, die gelungensten literarischen Stücke der europäischen Literatur über die letzten drei Jahre. Sie erinnern mich gerade noch mal daran, wie man sich fühlt, wenn man Stefan Zweig liest. Weil Sie haben ja schon gesagt, Zuckerguss oder was war das, Pepsi-Cola oder was Sie da erwähnen. Ja, erwähnt. Das war diese große Disputation in London, wo Stefan Zweig vorgeworfen wurde, er sei die Pepsi-Cola der österreichischen Literatur. Und ich muss sagen, wenn man auf dem falschen Fuß erwischt wird und gerade in einer anderen Stimmungslage ist,
es ist heavy, also hart, Stefan Zweig zu lesen. Ich würde das nicht gern nochmal lesen müssen. Sie haben mir gesagt, machen Sie es mal nochmal. Ja. Amok, allein die Geschichte mit diesem Arzt oder was das ist, ja. Oder die Schachnovelle auch mit der alten Tachyschen. Die würde ich sogar anders sehen, die sehe ich nicht so gefühlvoll. Aber Verwirrung der Gefühle, also das Gemeine ist ja, Stefan Zweig ist ja so, er arbeitet sich durch die Geschichte durch und man folgt ihm, man muss immer mit, immer hinterher. Er schreibt ja auch in diesem, na sagen wir nicht Pathos, aber in diesem leicht gefühlvollen Stil auch in den Sternstunden der Menschheit. Deshalb ist das so toll zu lesen. Das ist kein Journalist, sondern er schreibt richtig. Das ist dieses Romanhafte, selbst bei vielen von seinen historischen Biografien und Aufsätzen und Betrachtungen. Ja. Er war immer fähig, selbst ein historisches Porträt, diesem historischen Porträt einen novellistischen Rhythmus einzustecken. Genau. Ja. Ja, also damit der Leser, er weiß, der Leser und die Leserin, die wissen, das ist ein historisches Porträt von diesem Mann und dieser Frau. Aber es fängt an, als wäre es ein Roman. Er wusste ganz genau, wie man den Leser angeln kann. Ja? Also der Köder war da ganz genau konzipiert, ja? Und man bleibt am Test geklebt. Das erinnert mich an die Biografie von Velázquez, von Justi, der unglaublich jedes Bild beschreibt von Velázquez, aber uns ständig wissen lässt, moderne Malerei, alles was danach kam, zählt nicht mehr. Das ist bei Stefan Zweig nicht so, auch bei Tschechow nicht, da haben Sie recht. Sie sind keine Niedermacher, Sie mögen die Personen, Sie leiden mit denen, Sie wollen, dass die irgendwie noch einen Ausweg finden, aber es geht nicht. Sie sind am Schluss immer anders als vorher. Nee. Und das große Gemeine ist, dass Stefan Zweig sich da wirklich so reinkniet. Heute würde man sagen, mit welcher Kraft muss er das geschrieben haben? Mhm. Und vor allen Dingen, wo kommt es her? Wir haben ja noch eine Sendung über die englische Literatur des 19. Jahrhunderts, die sich da ja auch alle reinknien in ihr Schreiben. Mhm. Und Sie haben ja gesagt, Stefan Zweig war in Europa, also der hat da Treffen gemacht, ich weiß auch nicht. Er wohnte, bevor er ins Exil musste, hatte sich eine Villa in Salzburg gekauft. Ne? Ich glaube, diese Villa ist heute ein Museum geworden. Mhm. In dieser Autobiografie von Die Welt von Gästen beschreiben einige von den Besuchern und Besuchern, die zu ihm kamen, sagen, zum Beispiel Sigmund Freud, Thomas Mann, James Joyce, Arturo Toscanini und so weiter und so weiter. Das war eine, man hat ihn vorgeworfen, die sind dabei, sich protzen zu lassen. Nein, ich beschreibe einfach, alle die Menschen kamen zu mir. Sie sind dabei, sich was zu lassen? Angeben. Ja, genau. Wen ihr alles kennt, Einstein und Konsorten. Hier fliegen die Raben tief. Ja, die sind auch von der Lektüre zwei motiviert. Genau. Das sind diese Ärzte, glaube ich. Ja. Genau. Die Berliner Ärzte sind sehr, sehr schlau. Die Ärzte. Sehr, sehr schlau. Ich glaube, deswegen ist es, er wohnte im Milieu, war im Zentrum des Kulturlebens Europas damals und der Welt vielleicht. Ja. In den 20er Jahren? Ja, in 20er, 30er Jahren. Genau. Korrespondenz mit Sigmund Freud und also die Korrespondenz von Stefan Zweig, Bände in Bände da. Viele Briefwechsel mit allen möglichen Personen, das habe ich auch schon festgestellt. Das schauen wir alles ja nicht. Es ist ja, das Dilemma ist ja wirklich der Nationalsozialismus, bei dem alle weg mussten. Billy Wilder ist der Einzige, der freiwillig gegangen ist, weil die deutschen Filme so schlecht waren. Aber die anderen wären alle gerne geblieben. Ja. Also Stefan Zweig wäre schon gerne hier geblieben, weil er, wie Sie ja selber sagen, die Sprache, die deutsche Sprache, er hat ja jedes Adjektiv, das er greifen konnte, in seine Texte gepackt. Deswegen, ich erinnere mich an dieses Foto von ihm in Paris, als er schon im Exil war. Und da stand das traurigste Gesicht, die ich je gesehen habe. Ja. Man merkte, dass dieser Mann seelisch ermordet. Ermordung der Seele, genau. Das er war schon in der Seele tot. Ja. Und es kam nur einige Jahre, bis sich über die Mauer, die Zeitmauer zu gehen, doch körperlich aus sich konkretisiert. Ja.
hatten doch die gute Idee gehabt, sie hatten diesen Artikel von Peter Hanke in der FAZ gefunden. Ich wusste nicht, dass es von Peter Hanke ist, aber ja, der Artikel ist ja gut. Ja, das ist auch gewählt. Stefan Zweig. Deswegen kommt genau in unser Gespräch, ja, weil da besichert sich auf dem Briefwechsel zwischen Stefan Zweig und Romain Rolland. Und das ist ein sehr wichtiger Briefwechsel, weil Romain Rolland war ein sehr wichtiger Schriftsteller damals. In Frankreich. In Frankreich. Franzose. Hatte auch den Nobelpreis. Und zwar vor dem Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg. Der hatte ja diesen berühmten Roman Jean Christophe. Das ist 12 Bände. Ach, du liebe Goethe. Das ist so ein Flussroman, wie man sagt. Der Roman Fleuve en français. Ja? Okay. Ein Flussroman, das war, das ist ein Fluss. Es geht um die Wasser. Bände, die Bände, nee, die Bände kommen der da. Fließt. Ja, die Bände, es fließt. Sie meinen, ja, da ist ein Flow drin? Ja, ja. Okay. Ein Roman Fleuve auf Französisch. Okay. Angefangen 1904, glaube ich, der erste Band, dann ja, abgeschlossen 1912. Okay, gut. Deswegen hatten ihm nachher den Nobelpreis gegeben. Aber dieser Roman ist sehr weit, es gibt nur einen deutschen Komponisten, Johann Christoph Kraft. Ja, natürlich. Und der kommt in Frankreich und da ist die Freundschaft zwischen ihm und einer Franzosin. Ja. Und das ist ein großer Versuch, mal diesen Deutschen doch ein bisschen zu franzisieren. Also ein bisschen so, also die Mischung zwischen deutscher Kraft, ja, und französischer Gelassenheit. Das und, zu befreien und zu fördern. Zu fördern. Ja, ja, und genau. Das ist, ja, beide, ja, Stefan Zweig und Romain waren damals, weil sie lauten, die müssen eine neue Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland und Österreich, ja, abbauen, bevor es so einen neuen Krieg kommt. Das ist ein toller leider, Artikel. Leider, guck, haben Sie den Titel noch von dem Artikel, wie der heißt, damit man den nachgucken könnte? Das, es kommt nachher im Film. Machen wir, okay. Ich wollte Ihnen noch was sagen. Wenn Sie schon wieder mit Stefan Zweig kommen, komme ich wieder mit Alan Rickman. Weil kurz vor seinem Tod hat er einen letzten Film gemacht, eine Verfilmung von Stefan Zweig. Ja. So sieht's aus. Das Ding heißt Das Versprechen, ist ein Triangel. Und zwar Rickman spielt den Industriellen, der seiner Frau gestattet, mit dem jungen Mann, der ihn unterstützt, weil Rickman ist sehr krank, ja, eine Art Romanze zu beginnen. Aber wir wissen bei Stefan Zweig, dieses Gönnerhafte, mach eine Romanze mit meiner Frau, funktioniert so nicht. Ein ganz toller Film, ist auf dem französischen Filmfestival, ich glaube sogar, es war Venedig oder was. Nee, ist ja gar nicht Frankreich. Ja, ja. Irgendein Festival haben die da applaudiert und geklatscht wie die Kaputten. Es ist ein ganz toller, ruhiger Film mit Alan Rickman. Es geht, Stefan Zweig zu verfilmen. Kameras raus, es und legt los. Ja, ja, ja. Sehen, weil das Roman Roland, Stefan Zweig, das war die letzte Mal, die lauten, Europa muss existieren. Wir müssen versuchen, einen, genau, Krieg zu vermeiden. Leider ist das den beiden nicht gelungen, weil der Erste Weltkrieg kam in 1914 und Romain Rolland, der Franzose, ging sofort in die Schweiz. Der ist in die Schweiz gegangen. Der ist in die Schweiz gegangen. Und Stefan Zweig hatte auch, die beiden versuchten da während des Krieges so Leuten zu helfen. Ich glaube, der Romain Rolland hat sogar das Geld von dem Nobelpreis, hat dieses Geld dem Kranken und dem Roten Kreuz. Ja, das habe ich auch gehört. Außergewöhnlich. Aber was Stefan Zweig kann, ist, man liest immer weiter. Und das ist etwas, was er wirklich kann. Man will immer wissen, wie geht die Geschichte weiter. Man kann nicht aufhören. Ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, gut gebrochen. Zu überparfümiert, jo, und überlang. Aber die Substanz des Erzählten bleibt da. Das ist da. Die ist vorhanden. Das beschäftigt einen auch. Ja, und es, ja, ist solid, hinweisend, verführerisch. Und deswegen kann man diese, also 24 Stunden im Leben einer Frau. Ich glaube, das ist auch ein Meisterwerk. Das ist so, die Italiener sagen, un capolavoro. Da gibt es nicht um Kitsch oder alte romantische Sentimentalität oder nein, da gibt es um Tod, um Leben. Das ist, es gibt da. Bei vielen von diesen Novellen von Die Glockenläuten. Wir müssen den Glocken lauschen. Da wir gerade der Berliner Dom, meine Damen und Herren. Da wir gerade Tod und Leben und Liebe erwähnt haben. Genau. Läuten die Glocken. Die Welt von Gästen. Ich empfehle allen diese Autobiografie. Weil das ist eine sehr gute Beschreibung zuerst mal von dieser Belle Epoque, von dieser glorreichen Welt vor dem Ersten Weltkrieg, wo
man wird ihm vorgeworfen, er ist dabei, ein bisschen zu idealisieren, diese Epoche zu romantisieren, das Habsburger Reich als Beispiel von Leben und Leben lassen, österreichische Gemütlichkeit und Gelassenheit verglichen mit den norddeutschen, preußischen. Zwei Glockenschläge. Glockenschläge haben Sie noch. Ja, die hatten wir noch, die kommen noch nachher. Ja? Also diese, sicher, so ganz stereotypisch ist das nicht. Also, aber er versucht, diese Wiener Welt, diese österreichische Welt von Gemütlichkeit und Gelassenheit und von romantischen Idyllen und ähnliches, als so, es gab auch Widersprüche da, das wurde gesagt. Das Habsburger Reich war nicht ohne Widersprüche. Aber ich sehe es schon, weil da gibt es eine Beschreibung von Menschen, die zum Beispiel schreibt, die Begegnung mit James Joyce in Paris. Ah ja. Und das ist sehr, sehr charmant, weil zum ersten Mal, da kommt ein Porträt von James Joyce, sehr, sehr gelungen, von diesem teilweise halb verrückte Ire da. Der dachte, ja, ich bin Ire, aber er schreibt nur auf Englisch. Ja, aber ich habe gesagt, mein Englisch ist ein ganz besonderes Englisch. Das stimmt. Das ist gut. Jacques Nouvelle eigentlich auch. Jacques Nouvelle, das ist Stefan Zweig Blick über den Narzissmus und die Diktatur und die Leute, die damals hervorgehoben waren. Ja. Der Schachspieler. Also es war kein Schachspieler, der war ein katholischer Geschäftsmann, der doch verfolgt wurde, weil wurde ihm vorgeworfen, er war dabei, Geld der katholischen Kirche irgendwie zu verstecken. Ja, gut. Genau. Aber ich habe auch noch eine Idee, dann sind wir schon durch eigentlich, weil man muss den Mann lesen. Man muss sich nur überwinden, Stefan Zweig zu lesen. Musst du man kann dann auch nichts anderes lesen. Sie verstehen auch, der musste in Exil, ja, weil er ein Jude war. Jude? Österreicher, obwohl die Österreicher gleich mit den Aber ist. Ja, er musste in Exil und da zuerst mal England, dann Brasilien, wo er sich umbracht, ja. Brasilien, Land der Zukunft. Das ist ein Buch, das von ihm, ein schönes Buch, so eine Art Dankeschön an Brasilien. Das ist die Tragödie dabei. Stefan Zweig war vielleicht der Autor, der am stärksten die Verwaltung der deutschsprachigen Literatur weltweit propagiert hat. Genau. Ja. Also er hat der deutschsprachigen Literatur dank der Übersetzungen vor allem als eine Art Weltsprache. Also er hat Dante Alighieri übersetzt, er hat sich mit schwierigen Sachen und die in eine lesbare, verständliche Form gebracht. Heute würde jeder Fernsehsender bitten, Stefan, kannst du noch mal? Ja. Wir schaffen es nicht mehr. Und man muss aber sagen, Josef Roth, der hat ja am Schluss der Heilige Trinker geschrieben, der hat sich nur tot gesoffen. Da bleibt diese Schande. Und lassen wir uns hoffen, dass die deutsche Sprache von solch einer Schande einmal sich erholen wird. Lassen wir uns da hoffen, weil es ist genau er. Deswegen hat er so viel gelitten, weil er hat gesagt, Deutsch ist nicht nur meine Muttersprache, Deutsch ist mein Zuhause. Ja. Ich bin nur in dieser Sprache zu Hause. Ich fühle mich noch, obwohl er konnte Vorlesungen in 4 oder 5 Sprachen haben. Kein Problem. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, hat wieder. Aber geistig, ganz innerlich, die deutsche Sprache war zu schwach. Ja, und wenn Leute versuchen zu sagen, nein, sie müssen raus aus dem Österreich und Deutschland, weil sie ein jüdisches Stück sehen. Ich glaube, das ist eine. Das kommt vielen Leuten auch, nicht nur deswegen, aber meine Empathie für Stefan Zweig war schon da, als ich sehr jung war. Also da läuft die Dame mit den Menschen. Als ich da kommt die Dame mit. Ja, wir haben also
Kirchenglocken, die Dame mit dem Hündchen und natürlich eine S-Bahn. Man muss dazu sagen, die Kaffeehausmentalität von Stefan Zweig, Josef Roth war wohl eher in einer Gastwirtschaft zu finden, die ist ja auch, das ist ja zusammengebrochen und die Werner, die Österreicher, haben es ja wieder versucht, noch einigermaßen aufrechtzuerhalten. Es gab um 1920 rum strenge Regeln in den Kaffeehäusern. Ja. Ja. Auch das muss man bei Stefan Zweig sagen. Er hat, obwohl man das erst nicht so begreift, in seinen Novellen und seinen Erzählungen ganz strenge Regeln, wann er mal ausschert und wann er knallhart am Punkt bleibt und sagt, jetzt muss ich dem Leser wieder Futter geben. Ja. Und das macht er richtig gut. Ich weiß nicht, kann man sowas lernen? Ich glaube, das ist ein Gefühl, das er selber aus viel Lesen entwickelt beim Schreiben. Er konnte das tun, weil er wie gesagt, viel lesen. Um einen guten Schriftsteller zu sein, muss man zuerst mal ein viel besserer Leser sein. Okay. Ja. Und er hat viele von diesen Autoren in der ursprünglichen Sprache gelesen. Also habe die Franzosen auf Französisch gelesen, die Italiener auf Italienisch, die Engländer auf Englisch, Good. Die Spanische auf Spanische. Ich glaube, er konnte auch Russisch. Er war auch, wie gesagt, deswegen diese Geschichte in Brasilien, hätte er ein bisschen mehr Geduld gehabt. Hätte er schon das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Ja, aber er konnte da einfach nicht leben. Er brauchte Europa, er brauchte ein Wiener Café, ja, genau. Er brauchte die Bücher. Viele. Er brauchte das gehobene Gespräch mit Kollegen wie Josef Roth oder Sie kennen ja selber Südamerika. Ja. Die S-Bahn uns, der Zug. Ja. Er war ein Mann der Belle Epoche. Ah, da kommt also, ein Jogger übrigens. In Berlin gibt es Jogger, jetzt genau darauf achten. Jogger würde ich das nicht sagen. Also, ich sag's doch auch nur jetzt mal so. Also wir machen uns mal ein bisschen lustig. Stefan Zweig macht sich nicht lustig. Das war das Konträre. Ich glaube, das ist Konträre. Schon alles. Ich glaube, ja. Das ist auch schon alles. Ja, also, was könnte man noch sagen? Also, Sie haben gesagt, er ist nach Russland auch im Fall wahrscheinlich gefahren. Ja, wegen der Romantik. Russen mögen Romantik. Er liebte Russland und die russische Kultur und die russische Literatur. Ja. Russland besucht, Sibirien eingeschlossen, also das ganze Russland, glaube ich. Wenn Sie kein Schlusswort hinkriegen, mache ich es. Ja, machen Sie es bitte. Lesen Sie Stefan Zweig auf Deutsch. Danke. Ja, hier auf Deutsch, wichtig, das war, weil das Problem mit den Übersetzungen, vor allem von den Literaturstücken von Stefan Zweig, ist, dass die Post das schon von vornherein manchmal ein bisschen überladen, ein bisschen überparfümiert ist. Wenn die Übersetzung noch mehr zusätzliche Parfüm hinschickt, genau. Dann kommt schon das also ein bisschen. Das ist bei Josef Conrad passiert. Kitschig und ähnliches. Deswegen muss er aber. Also, Sie würden auch die Empfehlung geben? Ich werde zuerst mal die Empfehlung geben, lesen Sie auf Deutsch, weil das er war, mir ein, ja, war einer der wichtigen deutschsprachigen Autoren der Geschichte der Literatur, der deutschen Literatur, zweifellos. Und er hat diesen Ruf und. Viele Leute kennen Österreich und kennen die deutsche Sprache in direkter Weise durch Stefan Zweig. So ist es. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Lektüre vor allem, gute Bücher und passen Sie sich auf sich auf.